Workshop läuft sehr gut. Die Leute sind super gut drauf, haben jetzt als erstes ein Modell erstellt und sind jetzt schon bei den Holzarbeiten. Das ist ein Hohlbohrer, da gibt es hier Flacheisen, Balleisen heißen die. Das sind alles Werkzeuge, die man halt für die unterschiedlichsten Arbeiten im Bildhauer, Holzbildhauerbereich braucht. Hallo, ich bin Christina, Porträtfotografin aus München und ich darf den Fotografie-Workshop im Rahmen des Projektes Media Culture Bits leiten. Jeder einzelne Teilnehmer erstellt sein eigenes Fotografiekunstwerk. Das Ganze läuft mit Kameras, Photoshop und Apps wie Snapseed und PixArt. Vielen Dank, Vesta, für diese wundervolle Möglichkeit. Ich heiße Marie-Therese und ich bin hier heute in dem Workshop gewesen, wo es um Licht und Schatten geht. Und wir haben erst so eine kleine Einführung bekommen, wie Licht überhaupt entstanden ist. Und aus der Urzeit haben wir dann ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ich heiße Elspeta Müller und ich habe jetzt einen Workshop zum Porträtmalerei angeboten. Das Thema war eigentlich mein Lieblingsmensch und jeder Teilnehmer konnte sich überlegen, wen denn malen möchte. Ja, ich bin der Lothar Thiel und das Kreative hat mich immer interessiert und in dem Zusammenhang habe ich dann die Werke von Elspeta gesehen und dann habe ich gehört, dass es diesen Workshop gibt und da war ich natürlich total begeistert. Ja, mein Name ist Anja Kallam und ich selber bin vom Theater eigentlich, komme von der Theatermalerei und bin hier auf dem Gelände als Künstlerin, freie Künstlerin tätig. Und das biete ich jetzt als Kurs an in Form von, wir bauen Modelle für Lichtskulpturen, das heißt, man baut ein Gerüst und umspannt es mit einer Oberfläche, die lichtdurchlässig ist und kann dann eine Lichtquelle reinsetzen, die bestimmte Eigenschaften hat, hell leuchtet oder flackert oder wie auch immer. Ich bin die Angelika und bin hier im Workshop für figurale Lichtgestalten. Ja, und versuche jetzt gerade das Grundgerüst für eine Außenleuchte oder Außenfigur zu schaffen.